Die wundervolle Blumenpracht des Örtchens Flori brachte im letzten Part dieses Ehepaar dazu, uns ein Mew und ein Jirashi zu schenken? Was zur Hölle? Das war überraschend. Durch die Spielstände von Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Schild. Verrückte Sache, finde ich ein bisschen zu hart, aber okay. Wir haben Flori soweit erkundet und gehen jetzt weiter im Text. Auf Route 205. Jetzt können wir noch mehr Beeren pflücken. Zum ersten Mal im letzten Part gesehen. Wir haben auch die Entron-Kanne bekommen, um weitere Beeren pflanzen zu können. Und das werden wir nicht tun. Ja. Egoisten, Schweine, Nutznießer. Das sind wir. Herzlich willkommen. Wer bist du? Hilfe! Hilf mir, Trainer! Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk. Aber diese Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht reinlassen. Ja, Team Galactic, die sind ganz fies. Die lassen mich auch nicht auf diese Route, warum auch immer. Wir von Team Galactic erforschen hier den Ewigwald, also keinen Schritt weiter. Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flori zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerks nutzen, geht dich nichts an. Das wisst ihr Pappnasen nur bestimmt nicht mal selber. Okay, und hier geht es? Ja, Windkraftwerk direkt dahin. Und da müssen wir uns dann vermutlich damit erstmal beschäftigen. Sieht schön aus hier, ne? Eine interessante Gegend. Du vertraust einen Trank in der Tasche. Wir haben ja, ihr erinnert euch, vor zwei Parts noch eine Arena erledigt. Oh, guck mal, Pachirisu. Yo, ich habe lange überlegt, Pachirisu ins Team zu nehmen. Und ich hätte es gerne gemacht, weil Pachirisu hatten wir noch nicht. Und von mir aus nehmen wir so kleine Pikachu-Abklatsche der jeweiligen Generation gerne ins Team. Wir hatten zum Beispiel Togedemaru aus Alola, nicht wahr? Schalellos. Oh, jetzt kommen so ganz harte Kandidaten. Schalellos ist, ich glaube, ich hätte das andere genommen. Das sieht hübscher aus. Gibt eine Ost- und West-Variante. Und Schalellos, super starkes Vieh, wenn es sich mal zu Gastrodon entwickelt hat. Typ Wasserboden. Das will ich auf jeden Fall tun. Ja. Deswegen möchte ich auch ins Team nehmen. Vielleicht in Let's Play Pokémon Weiß 2, wann auch immer das kommt. Aber ich habe mich gegen Schalellos entschieden. Und für ein anderes Wasser-Pokémon. Und zwar das, was uns gerade gegenübersteht. Es wird Zeit fürs zweite Teammitglied. Barmelin soll es sein. Yeah! Auch ein sehr beliebtes Ding. Oder? Was haltet ihr von Barmelin? Ist so ein Hermelin mit Wasserbezug. Großartig. Wir werfen unseren Premierball, würde ich sagen. Es ist eine Premiere, weil wir unseren ersten Ball werfen. Selbst. Und vielleicht bleibst du ja drin. Ist nicht schlimm, wenn nicht, aber er tut es. Klasse! Barmelin wurde gefangen! Und er deckt natürlich Typ Wasser ab. Damit unser Kandidat, ne? Gegen, alleine schon aus dieser Intention heraus, gegen Feuer, Gestein und Boden. Und Wasser braucht man. Deswegen, ja. Ja, Gastrodon wäre cool, aber mein weiteres Teambuilding, es gibt Gründe. Und deswegen Gastrodon möchte ich auch noch nachholen. Das Ding ist, in Pokémon Weiß und Weiß 2, das wären halt meine nächsten Pokémon Let's Plays, irgendwann nach Pokémon Legends Arceus. Da kann man Barmelin nicht nachholen, aber Schalellos, wenn ich mich richtig informiert habe. Deswegen, ja, kann man das machen. Findet ihr es gut? Ich hoffe, ich denke. Es ist sehr beliebt, dafür habe ich es lange Zeit nicht genommen. Selbst der Ash hatte es im Team. Es schwimmt, indem es seine beiden Schweife wie eine Schiffsschraube rotieren lässt. Beim Tauchen schrumpft seine Schwimmblase. Großartig, der kommt ins Team. Da bin ich sehr begeistert. Dann möchte ich aber erstmal inspizieren, was mit ihm los ist. Barmelin. Er hat seine Spezialverteidigung erhöht, aber den Spezialangriff niedriger gestaltet. Da müsste ich tatsächlich mal lieber in die Recherche gehen. Ich nehme es ja mit Wesen nicht so ganz genau. Aber trotzdem. Die Entwicklung Bojelin, wie die Boje. Was hat denn der so an für sich für Werte?
Angriff ist der beste und Spezialangriff ist nicht so gut wie der physische Angriff. Spezialangriff ist bei 85, Basiswert von Bojelin. Und physisch ist 105. Seine Verteidigungswerte sind die niedrigsten Werte, die er hat. Vielleicht ist es eine gute Kompensation, seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Das ist nämlich sein schwächster Wert von allen. Initiative ist er sehr gut drauf. Ist sein bester Wert, Init. Ja, das kann man, denke ich, mal machen. Wir müssen uns halt noch zunehmend auf den physischen Angriff fokussieren. Das sieht hier jetzt bei unserem Spiel schon noch nicht so aus. Aber ja, dann lernen wir, muss ich mir angewöhnen, muss ich mir merken, Barmelin, physisch. Auch wenn es gar keinen so großen Unterschied machen sollte. So, und ich weiß, ne, dein Vater ist in großer Gefahr im Windkraftwerk, aber ich muss trainieren. Ich muss mein neues Barmelin trainieren. Yes, so sieht's aus. Es fühlt sich an, als wäre es überfällig gewesen. So, ist ein kleines Mainstream-Pokémon, kann man sagen, oder? Und wenn du Blinfer ans Team nimmst, dann brauchst du auch kein Barmelin mehr. Das ist ja auch so das Ding. Kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt hier auf dieser Route noch ein paar Trainer, die habe ich extra ausgelassen, weil ich wusste, es wird Zeit für das zweite Teammitglied, für Barmelin. Der wird aber mitgelevelt, ne? Ich denke aber trotzdem, er bekommt mehr EP, wenn er trotzdem am Kampf teilnimmt, oder etwa nicht. Ich werde der Sache auf den Grund gehen, wir machen es mal ganz klassisch hier. So, zack. So, achso, direkt zwei, habe ich jetzt auch zwei Pokémon, das wäre natürlich wild. Diesen Trainer haben wir nur erledigt, oder Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Ja, aber Denkfehler, ich bin nicht in eurer Klasse. Meine Fräuleins, Liz und Lena. Setzen zwei Pachirisu ein. Gut, ich gebe zu, das ist jetzt für Barmelin nicht optimal. Aber hoffentlich setzen die einfach keine Elektro-Attacken ein. Würde mich sehr freuen. Ich sag mal, gilt das für beide eigentlich? Rutenschlag? Ja. Mach lieber Rutenschlag. Und Steigerungshieb. Ja, greif Pampyro an, so ist gut. Haben aber auch nur Hochzug-Hieb bis hierhin. Ja gut, er hat die niedrigste Init, deswegen kommt er als letztes dran. Aber passt schon. So, dann würde ich sagen, probier's halt. Und du machst den Steigerungshieb jetzt aber auf das rechte Pachirisu. Ne, die können keine Elektroattacken. Dann bin ich ja ein bisschen beruhigt. Guckt mal, was eine Feuertaufe für Barmelin. Ich raste aus. Hat es überlebt? Ich wollte gerade sagen. Weil es einfach nicht hinfällt. Es wartet halt, ne, bis er seine Werte erhöht hat. Barmelin Level 8. Starke Sache. Kannst du auch finishen? Schade, nicht ganz. Ja, aber die können uns nichts. Also wirklich, Pachirisu, ich wollte. Togedemaru war stark. Ich glaube auch Emolga oder Dedenne sind relativ stark. Aber davor so Blusle, Minun und Pachirisu, die Werte sind so im Eimer. Eigentlich braucht es mindestens eine Weiterentwicklung. Deswegen kann man das sehr schlecht trainieren, Pachirisu. Zu meinem Bedauern. Ach du liebes Lieschen. Das geht doch nicht. Okay, siehst du, wie das geht. Und du noch. Sag mal, was hältst du eigentlich von Käfer-Pokémon? Sympathisch, werden wir auch noch ins Team nehmen. Ja, ich habe Ideen, Freunde. Käfersammler Matthias. Zierpurze. Und danach kommt Zierpeise, ist das so? Kriegen wir den hin? Jetzt hat, ja, Barmelin hat noch nicht wirklich die guten Attacken. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber Level 9 gegen Level 7, wir probieren's. Der Klaps. Als ob das irgendwie, ich weiß nicht, Klaps. Komm ich bald in die Klapse, wenn das so weitergeht. Spezialangriff sinkt stark.
Haben wir schon geklärt, wir wollen auf physisch gehen. Gut, ich weiß auch nicht, wann genau sich Barmelin zu Bojelin entwickelt, aber irgendwann passiert das. Ich glaube, ganz normal durch Level-Anstieg. Also es ist wirklich einfach nur ein unkompliziertes Wasser-Pokémon. Und das ist, finde ich, gut. Was wollen wir haben? Baumpel? Das geht zu weit, oder? Baumpel? Das geht zu weit. Oder? Dauert mir fast schon ein bisschen lange, wenn ich ehrlich bin. Also Käfer-Pokémon geben halt auch nichts. Da setzt halt Fadenschuss ein. Ja, okay. Schade, Marmelade. Aber ich greife trotzdem noch als erstes an. Vielleicht jetzt nicht mehr. Aber selbst wenn Wumpel als erstes angreift, wird er weiter auf Fadenschuss setzen. Es wirkt so. Als könnte der nichts anderes. Guck mal, wenn es noch nicht mal einen Effekt hat, ist das bitter. Jetzt fängt er an. Giftstachel. Okay. Ich hörte schon Stimmen, von wegen, dass Pokémon... Zum einen können die sich ja selbst heilen, ne? Durch Sympathie. Ähnlich wie in Let's Go. Aber ich hörte irgendetwas davon, dass Pokémon durch Gift nicht weiter verletzt werden, wenn man sie trägt, wenn man mit denen läuft. Ich werde das mal überprüfen gleich. Kommt wohl zumindest keine Animation mehr. Wir werden sehen. Level 10. Das war der Matthias. Da muss ich mir wohl mehr Mühe geben, um dir die Vorzüge von Käfer-Pokémon zu vermitteln. Und es war doch absolut Wunderbärchen, dass ich diese Trainer mir aufgespart habe. Guck mal, hier liegt ja ein Pokéball. Da liegt ein Item. Dich habe ich bekämpft, ne? Ja. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das waren wertvolle Erfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes. Kugelsaat. Kugelsaat. Ich wisst ihr, was nicht hätte sein müssen? Dass diese Wall of Bäume so identisch ist. Ich finde, das war no need for that. Okay, was kann denn Barmelin theoretisch lernen? Zertrümmerer. Ich habe dreimal Zertrümmerer, dann bin ich so frei. Barmelin lernt Zertrümmerer. Dann kann er lernen Felsgrab. Ja, physisch. Ja. Schwierig. Ich meine, gegen Feuer hat er ja selbst was. Nämlich Wasser. Gegen Eis. Flug. Und gegen Käfer. Gestein ist sehr effektiv gegen Käfer? Was? Aber weißt du was? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? So, das hat denselben Effekt, wenn du so willst. Fast. Quasi. Mehr oder weniger. Pi mal Daumen. Und Pflücker und Kugelsaat kann keiner. Okay. Freunde, damit können wir erstmal arbeiten. Ist doch Wunderbärchen. Und jetzt geht's ins Windkraftwerk. Ich find's gut. Ich bin sehr stolz. Ein schönes zweites Teammitglied. Die anderen werden nicht sehr viel schlechter. Das möchte ich auch schon mal vorwegnehmen. Aber jetzt erstmal zum Geschäftlichen. Ja, viele dachten vielleicht an Triftlon. Aber Triftlon habe ich nicht geplant, nee. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, jedem den Zutritt zu verwehren, der nicht zu Team Galaktik gehört. Aber dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem versuchen wirst. Also gut, dann lass uns das mit dem Kampf entscheiden. Mein Gesicht, ne? Kannst du draus lesen wie aus dem Buch. Ich bin so ausdrucksstark. Alter Charmian. Jetzt kommen die mit den Pokémon, ich raste aus. Charmian selbst kann man auch nur fangen in Perle. Also ich beziehe mich da auf die... Oh, guck mal, wir können. Ich beziehe mich auf die Aussagen von den DS-Originalspielen, aber das wird sich... wahrscheinlich kaum geändert haben.
Man konnte in Diamant und folglich bestimmt in strahlender Diamant Charmian selbst nicht fangen. Das erinnert mich ein bisschen an Mauzi, den es nur in Pokémon Blau gab und nicht in Rot. Gelb weiß ich nicht. Gelb konnte ich mir nie merken. Ich konnte mir nur diese Gegensätze quasi ein bisschen einprägen. Quasi Sandan und Vulpix gab es nur in Blau und in Rot gab es dann Fukano und Myrabla. Guck mal, der kann schon alleine kämpfen. Also so richtig, der braucht gar keine Hilfe so. Als ob ich mit so einem Pokémon überhaupt eine Chance hätte. Richtig, ich bin stolz. Na großartig, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit dem K-Schlüssel hier einschließe. Es gibt mir nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Wer zuletzt sagt, lacht eben immer noch am besten. Klick. Er ist von innen abgeschlossen. Immerhin. Immerhin bleibt er eiskalt und streng. Aber er bleibt nicht an der Tür stehen, meines Wissens. Idiot. So, die Kollegen vom Blumenfeld, den werden wir uns mal zuwenden. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Blumenfeld, nicht Kornfeld. Okay. Auf einmal sind sie weg, ne? Wo sind sie denn hin? Owen von Flori, gibt's Stress? Halt den Schnabel und rück den Honig raus, und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. Tu, was wir sagen. Team Galactic braucht den Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Hey, da ist ja jemand. Was machen wir nun? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass es bald seinen Mund hält. Ja, mach mal. Ich dachte gleich beide. Gebt mir Doppelkämpfe. Los, Barmelin, tu deinen Job. Felsgrab, sehr effektiv. Haben wir ja geklärt, ne? Gestein auf Käfer, warum auch immer. Hat nicht ganz gereicht. Ist klar, ne? Die bewachen hier das Blumenfeld und die haben, haltet euch fest, ein Waumpel. Das Waumpel-Wächterteam, du. Berühmt, berüchtigt im ganzen Land. Schalocko, Alter, verlockend. Jetzt kommen sie mit dem Kokon an. Ja, Waumpel, der zu Schalocko oder Panikon wird. Damit entweder zu Papinella oder zu der anderen Variante. Papinella war das Ding, was Maike hatte und Jesse hatte. Boah, Höhen-Pokémon, ne? Dritte Generation. Jetzt wollte ich ein bisschen was erzählen und jetzt weiß ich trotzdem nicht. Jedenfalls so eine negativere Variante. Und Schalocko war, glaube ich, der zu Papinella wird. Aber alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Ich finde den Hintergrund ganz angenehm hier. Einfach so ein galaktischer Nebel hat was. Ruckzuckieb. Ist auch mal besser als Tackle, oder? Wir gucken. 40. Ja. Ruckzuckieb ist Tackle nur mit höherer Priorität. Und genau deshalb werde ich wohl immer ein unbedeutender Rüpel bleiben müssen. Ey, es waren aber zwei. Kommt jetzt der zweite? Mensch, ist das peinlich. Die werden mir bestimmt den Lohn kürzen. Jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Ich habe die besseren Karten, da du dich bereits im Kampf gegen meinen Kollegen ausgepowert hast. Hä? Rüpel Nummer 1 sagte, die werden mir den Lohn kürzen, aber Rüpel Nummer 1 sagte auch, jetzt bin ich dran. Kam ich durcheinander, vielleicht ist mein Fail, aber ich habe es gerade so gelesen, als ob da irgendwas nicht stimmt. Egal. Ist doch wurscht. Wisst ihr, was Barmelin gebrauchen könnte? Wie wär's mal mit einer Wasserattacke? Ich weiß, ist weit hergeholt, aber es war ja nur so ein Gedanke. Immerhin macht er seine Schiffsschraubenaktion. Ich finde das nobel anzusehen.
dass er sich so bewegt und dann die Moves dazu macht. Mal gucken, wie das später mit anderen Attacken ausschaut. Ich glaube, es ist so sein Standard-Attacken-Move. Wir sind halt nicht bei Pokémon Stadium, wo doch noch alles einzeln animiert war, jede Attacke quasi. Ja, oder weniger. Hätte ich doch bloß ein paar starke Pokémon. Diese Rotznase ist stark, zu stark. Mir fehlen die Worte. So stark ist das Kind und mein Wortschatz ist eigentlich echt groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Oh, was für ein Ding. Diese Typen müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Nimm du ihn. Du erhältst den K-Schlüssel. KKK. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, sondern haben auch völlig wirres Zeug gefaselt. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde dir zum Dank gerne etwas schenken. Hier, bitte. Du hältst ein Glas Honig. Ist halt witzig. Die wollen Honig, er will ihn nicht hergeben. Aber dadurch, dass wir ihm die Typen vom Leib halten, schenkt er seinen Honig trotzdem jemand Fremdem. Wenn du etwas Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Mamfaxo, wilde Nummer. Mamfaxo war eine wilde Nummer, sag ich euch. Ein süßer Duft liegt in der Luft. Möchtest du die Rinde mit Honig beschmieren? Das machen wir. Die Rinde wurde mit Honig beschmiert. Achso, der hat sich nur gestreckt, ich dachte. So, dann muss man warten. Abwarten, du Klappspaten, bis ein Pokémon kommt. Wenn ein Baum, den du mit Honig beschmiert hast, nach einiger Zeit stark wackelt, könnte ein seltenes Pokémon dahinter stecken. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so etwas sehe. Haben die gewackelt dann, oder ist es jetzt neu? Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie wirken frischer als alle anderen Blumen in der Sinnoh-Region, findest du nicht auch? Das verdanken wir dem Pokémon, weißt du? Ja, ja. Blumenladen blühende Pracht. Wir bringen Farbe ins Leben. Gucken alle immer nur Werbung. Was ist los mit euch? Da sehen wir aber auch ein Ende, ne? Der Blumen. Ich hätte vielleicht noch ein Feld mehr gemacht, damit man das auch... Damit das so unendlich wirkt. Die unendlichen Blumen von Flori. Ah, man kann auch wieder Honig kaufen für 100 oder 10 mal für 1000. Kann ich machen. Vor allen Dingen für den Pokédex vervollständigt. Also meistens kommt da nur so ein Baumpel. Wenn du Glück hast, kommt ein Scaraborn. Aber es gab, glaube ich, es war so, von allen Bäumen in Sinnoh, die man mit Honig beschmieren kann, waren 4 Bäume für einen Mamfaxo gut. Und selbst da war es halt random. Also ich glaube, ich habe mich da komplett ausgepowert, was das angeht. Damals sind Diamant, Perl, Platin. Ich muss mich nicht mal heilen, weiter geht's. Bei das Windkraftwerk, ja. Wir probieren erstmal den Schlüssel. Es ist von innen abgeschlossen. Möchtest du den K-Schlüssel verwenden? Ja. Klick. Die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Was geht hier genau ab? Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Da hätte ich die Tür jetzt gar nicht verabschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Commander Bericht erstatten. Okay, er blieb doch an der Tür stehen. Ich möchte einen Kaffee für Leon. Oh, falsches Franchise. Dann hauen wir noch einem aufs Knie. Ich habe hier keine Späße, Kindchen. So einer hat das ein Profi. So, Leute. Dieser Rüpel in seinem galaktischen Nebel setzt Panikon ein. Ja, genau. Der guckt doch ein bisschen böse. Es ist halt witzig, dass die beide aus demselben Pokémon, nämlich Wampel, entstammen. Und das ist halt der große Unterschied. Zu, ja, Raupi und Hornliu, die zu Safcon und Kokuna werden. Warum die jetzt diese Gen 3 Raupen haben mit ihren Kokons? Die Frage stellt sich, aber wie dem auch sei. Ja, hast nichts Besseres, oder was?
Pärtner frisch vom Gärtner. Ich weiß aber eins, der Commander, also quasi der Boss hier, Endboss für uns, meine ich damit, das Windkraftwerk, der war schon die erste mittelgroße Nummer. Da sollte man nicht mit ungeheilten Pokémon hingehen. Dessen kann ich mich entsinnen. Du hast meine ganze Arbeit zunichte gemacht. Da geht's auch schon ab, aber tatsächlich, die Parts sollen ja nicht so lang werden, dafür einige kommen. Das unterm Strich ist es mehr Content für euch. Ich würde sagen, hier ist Schluss. Ja, ich gehe mich heilen. Und im nächsten Part sehen wir uns wieder an dieser Stelle. Wir verkloppen Team Galaktik. Wie gesagt, so rein geografisch ist hier nicht mehr. Aber hier geht schon ein bisschen was ab an Kämpfen. Wird spannend. Daumen hoch fürs zweite Teammitglied. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Bis dann und ciao!